Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht als christlicher Unternehmer oder Unternehmensinhaber. Sehr viele christliche Unternehmensinhaber fühlen sich nicht so ganz sicher, wie sie wirklich auftreten sollten im Bereich Marketing, Außenwirkung, Vertrieb und so weiter. Auf der einen Seite möchte man die Firma voranbringen, auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen die Schüchternheit oder die Angst, was könnten Leute über uns denken, wenn wir zu laut sind? Als Christ sind Sie Unternehmer und als Unternehmer sind Sie Christ. Das kann man nicht trennen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass all die Worte, die die Bibel über uns spricht als Christen, zum Beispiel, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen, auch gerade dann gelten, wenn wir ein Unternehmen haben. Wir haben als Unternehmer eine Vorbildfunktion. Menschen sehen auf uns, sie schauen auf uns. Sie schauen auch, wie wir vorangehen, wie wir wachsen. Und weil wir Christen sind, weil Sie Christ sind, können Sie Ihr christliches Wachstum und das Unternehmerwachstum gar nicht voneinander trennen. Wenn Sie als Unternehmen wachsen, wachsen Sie als Christ in Ihrer Reife, in Ihrer Persönlichkeit, in Ihrem Glauben mit. Und umgekehrt auch. Zumindest sollte es so sein. Es sei denn, Sie koppeln das eine vom anderen ab. Und das wäre nicht gut. Weil Sie wollen ja authentisch bleiben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott will, dass wir, dass Sie mit Ihrem Unternehmen wachsen. Dass wir möglichst vielen Menschen helfen, indem wir ihnen Arbeitsplätze geben, indem wir mit Lieferanten gut zusammenarbeiten, indem wir Geld erwirtschaften, womit wir wiederum Gemeinde und andere Projekte unterstützen können. Die Bibel hat so viele Hilfestellungen, fast 6000 Referenzen in Bezug auf Geld und Business, direkt oder indirekt. So viel steckt in der Bibel drinne, was uns helfen will, nicht nur auf Moral und Ethik zu schauen, nicht nur auf Geschäftsgebaren, sondern auch, wie wir unser Unternehmen voranbringen können. Ich habe als Coach, als Mentor, als Berater, als Vertriebsexperte mit vielen Firmen zusammengearbeitet. Ich war für eine längere Zeit sogar Coach beim Fraunhofer-Institut. Ich habe mit vielen technischen Firmen zusammengearbeitet, kleinen Unternehmen, großen Unternehmen. Ich würde lieben gerne auch Ihnen helfen. Ja, damit sie wachsen, damit es vorangeht, damit sie tatsächlich noch mehr Segen sein können und auch noch mehr Segen empfangen können. Wenn Sie Interesse daran haben, nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Mein Name ist Joachim Riebesel, ich wohne hier in Bremen und meine Kontaktdaten finden Sie auf meinem Eintrag. Ich wünsche Ihnen richtig gute Geschäfte. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.